Hallo und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Wir werden ein kurzes Video-Special wieder einlegen. Ah, ich glaube, sie wird gleich hier runtergeschoben bei mir, das seht ihr hier. Wir sind wieder bei den Videos. Wir haben gerade wieder vom letzten Video-Special her drei neue Folgen aufgenommen gehabt, jede Menge Material und sind, glaube ich, an einigen Eulen vorbeigekommen. Wir gucken mal an, wie vielen. Ich hoffe, dass ich keine verpasst habe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die immer davon fliegen müssen oder nicht. Oder ob es reicht, dass unten rechts steht, dass man jetzt eigentlich sich eine Videosequenz angucken könnte. Wir gucken einfach mal rein und schauen, was passiert. Mit, was habe ich gesagt? Escape und dann Kultureinblicke. 20 von 24 freigeschaltet. Das heißt, wir nähern uns anscheinend schon dem Ende. Ich weiß es nicht genau. Gestrandet hatten wir noch geguckt. Und hier, wo das Ausrufezeichen dann vor dem Titel ist, da geht es weiter. Leben in Subsistenz heißt das Ganze. Ein Mädchen und ihr Nanook hatten wir noch. Und dann springen wir hier mal rein, schauen, wie das so wird und spielen das ab. Viel Spaß! In, you know, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, you know, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, you know, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, you know, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know, I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Boah, wie schön, da haben wir es wieder, ne? Gemeinschaft wird groß geschrieben und auch über die Generationen hinweg. Die Ältesten in dem Fall waren ja früher auch die Generation, die gerade Kinder gekriegt hat, die gerade jagen gegangen ist und die eigenen Ältesten wieder versorgt hat, und dann wurden sie selbst zu den Ältesten werden jetzt halt von ihren Kindern und Enkeln versorgt, und es ist echt toll, wie das zusammenspielt und wie sie anscheinend auch jetzt, ihr habt das ja gerade gesehen gehabt, noch jagen gehen und das nicht komplett weg ist. Alles ist lebendig. Da hatten wir in der Geschichte ja den Moment, wo unsere zwei Helden von dem Wal verschluckt werden. Und ja, es macht nur Sinn eigentlich, sich diese Videos anzugucken, wenn man das Spiel noch schon gesehen hat oder zumindest bis zu diesem Punkt das Spiel schon gesehen hat, weil ich denke, in den Videos sind Spoiler drin. Also wenn man es noch gar nicht gesehen hat, das Spiel, dann bringt es eigentlich nicht so viel, sich die, also wenn man das Spiel noch gucken möchte, muss man halt einfach sich bewusst sein, dass man sich hier spoilern kann, wenn man die Videos anschaut, die jetzt hier diese Kultureinblicke bieten. Alles ist lebendig. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful.
Ja, das ist auch nochmal was, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, also was in dem ersten Video-Special mit drin war, dass eben nicht zu viel gejagt wird, dass nicht einfach gejagt wird, weil es ein Sport ist oder weil es Spaß macht, sondern es wird gejagt, weil es die Notwendigkeit gibt, für sich zu sorgen und dass aber bei der Jagd eben, das war das in dem ersten Video-Special, darauf geachtet wird, nicht die Muttertiere zum Beispiel zu jagen. Und so meint er eben auch Respekt für das Land, Respekt für die Tiere, die man jagt und gleichzeitig halt, dass man ihnen den Lebensraum nicht wegnimmt, damit es weiterhin die Tiere geben kann. Wer teilt, überlebt? Das ist ja wahrscheinlich hier wieder Community. I think most central to the ideology of the Inupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive, you know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. Hier nochmal ein paar Bilder, die wir schon gesehen hatten, aber eben nochmal mit neuen Stimmen. Und der eine Typ hat so eine tiefe Stimme, das ist echt Wahnsinn. Also man hört ihn fast gar nicht, weil dieser Bass, ne, da müsste man viel lauter drehen, um die Stimme dann auch wirklich zu hören. Krass. Aber ja, wer teilt, überlebt. Also man muss nicht nur auf seine eigene Familie aufpassen, sondern eben auch auf die ganze Gemeinschaft, die da zusammenlebt, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, King Island. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Wir können mal gucken. Wir haben noch die Nordlichter, der Monat der Nacht, Tiergeister und das ist dann im Spiel. Wir werden auch nicht weiterlesen, weil das teilweise dann spoilert. Wobei die nächste Video, ich hoffe, dass ich es nicht übersehen habe, das wird sicher noch kommen. So, King Island. Yeah, Big Diomede, Little Diomede and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs, and then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's gonna pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Wahnsinn, wir sind doch da im Spiel auf diesen Pfahlbauten rumgesprungen und das war dann, also wir hatten auch eben King Island als Titel in dem Spiel kurz gesehen gehabt und das ist wirklich darauf, daran angelehnt, dass die Leute früher so auf dieser Insel gebaut haben und jetzt auch wieder dahin zurückkehren und die sagten ja gerade, es ist in der Bering Street, das ist also die Meerenge da zwischen Alaska und den USA und da halt so eine kleine Insel, beziehungsweise die größte von diesen drei Inseln, die man da vorhin auf der Landkarte gesehen hat. Und das Meer schiebt das Eis auf die Insel und türmt das da dann auf. Was hatten die? 60 Fuß hoch, das sind 20 Meter. Deswegen halt die Bauten auch auf Stelzen gestellt und so. Und ja, du könntest ja, guck dir mal das unten an, ne? Wie schräg dann die Insel da ist, wo die da bauen und wie die da leben. Das ist krass. Das ist echt krass, alles hier so aufeinander gestellt. Erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, Buenos Aires ist das, wo auch die Häuser alle aufeinander gestapelt sind, mehr oder weniger so ungefähr. So, wir gucken mal hier die Nordlichter, die uns da, ich dachte, ne, schön, juhu, Nordlichter, die sind ja aber irgendwie böse dargestellt in dem Spiel. Mal gucken, wie das in dem Video ist. When I was young, my mom, whenever the
Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children. And children who've passed away when they're children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said. Because then they could play football with your head. Play Eskimo football. And that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. Okay. Die Story ist dahinter, dass das Kinder sind, die also gestorben sind, als sie noch Kinder waren. Und man möchte sie nicht zu nah zur Erde holen, denn dann könnte man, dann könnten sie anfangen, mit deinen Köpfen Fußball zu spielen. Also mit den Köpfen der Leute, die da gerade unten rumlaufen. Und deswegen soll man immer eine Kapuze aufsetzen. Jetzt weiß man es. Wenn es kalt ist draußen und ihr das Nordlicht seht, setzt eine Kapuze auf, damit euer Kopf schön fest an eurem Körper gehalten wird. Gucken wir mal, was wir zum Monat der Nacht. Der Monat der Nacht ist wahrscheinlich dann halt im Gegensatz, wenn die dann Mitternachtssonne haben im Sommer und im Winter dann wahrscheinlich überhaupt keine Sonne. Oder was wird damit gemeint? Mal gucken. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close and white objects looked very far. Das ist ja gar nichts für mich, ne? Also im Winter, also ich bin früher ziemlich viel Auto gefahren, als ich noch mein Auto hatte. Das wurde mir ja vor einem, ja fast einem Jahr jetzt geklaut. Aber ich bin früher ziemlich viel Auto gefahren zwischen Dortmund und Frankreich und auch halt durch Deutschland und so. Und generell halt viel in der Nacht gefahren, weil ich dann irgendwie tagsüber arbeiten musste. Und die Wintermonate fand ich immer, boah, wenn du da stundenlang irgendwie nur Dunkelheit hast und wenn man halt alleine fährt, hat man so viel Zeit nachzudenken und ich weiß nicht, da habe ich halt oft irgendwie drüber nachgedacht, wie gut mir das tut, wenn halt die Sonne da ist und wie sehr ich die Frühlings- und Sommer- und Herbstmonate mag, wenn halt wirklich viel, ich mag Schnee, ne, das auf alle Fälle und ich mag es auch, wenn wirklich der Mond scheint und man nachts dann wirklich Schnee hat und dadurch halt mehr Licht da ist, aber ich mag es nicht, wenn es stockdunkel ist oder man irgendwie den Eindruck hat, dass der Winter nicht vorbeigeht und es einfach nicht mehr hell wird oder so. Und das könnte ich nicht. Ein Monat in Dunkelheit, das wäre zu deprimierend. Ich würde echt denken, der geht nicht mehr rum. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ich brauche meine Sonne, ich muss das tanken, echt. Das geht nicht. So, was haben wir jetzt noch? Die Tiergeister. We are taught that there's no hierarchy. It's not everything else, and then man, you know, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal, and that all the animals have a human form, or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. You know, in fact, have a lot to teach people.
And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then there realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Schöne Stories. Ja, das mit diesen Robbenmenschen, das erinnert mich auch an eine Geschichte, die müsste ich euch mal vorlesen. Das sind wieder die Erzähl-mir-was-Geschichten und da gibt es so eine ganz krasse Geschichte über so einen Robbenfänger. Ich glaube, den heißt sogar der Robbenfänger. Und ja, sehr, sehr beeindruckend eigentlich, die Geschichte an sich, wenn man die dann hört. Und hier ist es ja so ähnlich, ne? Man versetzt sich nicht in, oder man versetzt sich selten in die Situation des Tieres. Und hier halt, ne, wenn man einen Menschen sehen würde in einem Netz, der da irgendwie gefangen ist und nicht aus dem Netz raus kann, dann würde man ihm natürlich sofort helfen. Und wenn es eine Robbe ist, würde man sich denken, oh, Abendessen. Und klar, natürlich, die jagen trotzdem und bringen trotzdem Leute um, Leute, bringen trotzdem Tiere um, wollte ich sagen. Aber sie sagten ja, das ist wieder dieses, ne, den Respekt, den sie haben und die Sache, dass sie halt nicht sagen, dass Menschen mehr wert sind als die Tiere. Und ja, finde ich sehr schön. Ja, wir haben es schon wieder. Das war schon wieder an Videos. War wesentlich schneller als beim letzten Mal. Hätte ich vielleicht doch alle auf einmal zusammentun können. Vielleicht schneide ich das noch so zusammen, dass wir uns die letzten 4 Videos auch noch angucken werden, bevor dann das Ganze zu Ende ist. Also, da bin ich jetzt wieder. Wir hatten gesagt, wir gucken uns noch die Videos an, die Kultureinblicke. Und ja, es ist leider genau das eingetreten, vor dem ich ja Angst hatte, dass wir nämlich eins übersehen und wir haben eine Eule nicht bekommen zur Wetterkunde. Wir gucken uns jetzt noch die 4 Videos an, die ich noch eben freigeschaltet habe. Nee, leider nur 3. Wie gesagt, uns fehlt eins. Die Tiergeister hatten wir schon gesehen und jetzt gucken wir uns die Wiedergeburt und Namensgebung an. We have our Dimi, the body, which returns to Nuna, the earth. And we have Atif, who is our name, that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atif lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anirinir returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "Hi, Appa," or "Hi, little mom," or "Hi, little dad," because it's the traditional belief that the soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants, every year flowers are born and bloom and they die. Next year, they are born again. So, da werde ich mal nichts zu kommentieren, weil da kann man ja so viel diskutieren. Ich finde es auf jeden Fall schön, wie es aufbereitet wurde und ich fände es ein bisschen arg verstörend, wenn wir in unserer westlichen Welt Kinder, die vom Namen her zum Beispiel den Namen des Opas oder sowas tragen, dann plötzlich als "Hallo Opa" oder "Hallo kleine Mom", "Hallo kleiner Dad" angesprochen werden. Aber gut. So, was haben wir denn zum Menschentöter?
The recurring type of character in Inupiaq stories is the manslayer, and the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself. Always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent who faces that manslayer is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. Da haben wir jetzt ein paar schöne Konzeptzeichnungen gesehen, ne? Schade, dass das nächste Video nicht dabei ist. Wetterkunde. Mich interessiert wirklich. Wir hatten ja davon gesprochen. Ach, wie ärgerlich. Wir hatten ja noch davon gesprochen. Wo waren das denn? Bei den Nordlichtern? Oder alles ist lebendig? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, Leben ist Subsistenz. Ich weiß nicht mehr. Auf alle Fälle ging es doch darum, dass sie gesagt hatten, sie sind die Wissenschaftler und man soll doch sie mal fragen. Sie würden sich auskennen, was in Bezug auf Eis und was weiß ich was. Und jetzt gibt es hier schon Video Wetterkunde und dann habe ich es nicht. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir uns hier noch Kunuksayuka an. Das ist ja auch der Titel eigentlich der Originalstory, auf der diese ganze Geschichte basiert. With the story of Kunuksayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people, and in our case of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The blizzard man, it's like that is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that adds, that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value. And where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment, like where the Inuit reside, you are at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, you know, by learning from your elders, but you know, you're not the biggest force in the world. Ah, jetzt wurde das nochmal erklärt, dass wir die Zwischensequenzen, die wir da immer, diese Texte, die wir manchmal hatten, an den Anfang, am Anfang eines neuen Kapitels, wenn man möchte, könnte man so nennen, dass das immer die Originalstory war und dass dort eben ein Mann derjenige war, der auszog, um die Ursache für den Schneesturm zu finden. Und in der Spieleumsetzung hier ist es halt dann ein Mädchen gewesen. Deswegen hatten wir da immer den Unterschied bei dem Pronomen. Ja. Das war's. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal nochmal versuche, da dieses Wetterkunde-Ding da freizuschalten. Mensch, ist ja ärgerlich. Ich weiß die Stelle noch. Da sind wir oben lang gehopst und ich hatte noch überlegt, ob man irgendwie da rechts lang gehen kann. Und dann dachte ich mir, wahrscheinlich haben wir irgendwas falsch gemacht und man wird später nochmal rechts dahin kommen. Oder ich hätte mir das irgendwie falsch eingebildet. Und leider sind wir da aber nicht mehr lang gekommen. Oder wir sind einfach nicht an der Eule vorbei, damit die davon geflogen ist. Ein bisschen schade. Ja, das waren die Videos zu die Kultureinblicke zu Never Alone und wie gesagt, würde mich auch hier freuen, ein bisschen von euch zu hören, ob euch das gefallen hat, diese Interviews und ob es weiterhin solche Spiele geben sollte. Wenn euch das Spiel an sich gefallen hat und ihr euch mal denkt, ey, das kann doch nicht so schwer sein, wieso hat die sich so blöd angestellt,
holt es euch bitte, weil ich es toll finden würde, wenn wir mehr von diesen Spielen bekommen, wo man wirklich was lernen kann über eine Kultur und über ein Völkchen, was ja langsam dann aussterben wird wahrscheinlich, wenn die langsam wegziehen oder wenigstens versuchen werden, dort eben zu bleiben. Aber wenn halt die Lebensumstände sich dort ändern und das Eis schmilzt halt nun mal weg, dann können die irgendwann da nicht mehr so leben, wie sie von Hunderten oder Tausenden von Jahren gelebt haben. Und deswegen fände ich es halt schon schön, wenn wir die Entwickler unterstützen könnten. Also würde es mich freuen, wenn ihr euch sagt, ja, ist es mir wert, hole ich mir auch und ich spiele es mal selber durch. Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht bis auf den Schluss und ich bin einfach so blöd. Also der Schluss war dann schon wieder schön, aber die letzte Sequenz da bin ich einfach zu blöd dafür mit diesem Schneesturm. Ja, freue mich auf eure Kommentare und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr die Entwickler unterstützt. Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.